Tom, ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich habe richtig Angst, die falschen Fragen bzw. nicht die richtigen Fragen auch zu stellen, weil du einfach, es gibt so ein großes Loch an Informationen, seit du wieder da bist, dass ich denke, wenn ich jetzt vergesse, die eine naheliegende Frage zu stellen, werden mir, ich habe das Gefühl, Millennial-Frauen aus dem ganzen Land an die Gurgel gehen wollen. Ich fange mit dem heute an. Okay. Du machst vegane Kochvideos jetzt. Ja, unter anderem, ja. Hattest du Angst, dass der Klassiker bei Social Media kommt, warum machst du heute das, warum machst du nicht mehr das und das, warum bist du nicht die Alte? Oder hast du einfach rausgehauen, dass ich mach, lass mich in Ruhe? Nee, also ich glaube, bevor ich wieder angefangen habe, musste ich mir so klar werden, was ich will und was ich bin, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ist mir ehrlich gesagt völlig egal, was die Leute von mir erwarten oder wie es den Leuten gefällt. Ich mache das aus einem bestimmten Grund und vor allem für mich. Und deswegen war es mir egal, ob das die gleichen Reichweiten gibt oder wie die Leute darauf reagieren. Natürlich, am Ende des Tages, wenn man sowas online stellt und mit vielen Menschen teilt, freut man sich, wenn man positives Feedback bekommt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich wieder angefangen habe. Warum hast du wieder angefangen? Ich habe es eben kurz angesprochen. Ich bin irgendwann in dieser Pause an einen Punkt gekommen, wo ich sehr viel immer wieder an Instagram denken musste, weil diese Zahl von über 8 Millionen Followern ist nicht nur eine Zahl, das sind alles 8 Millionen Follower. Einzelne Menschen, die sich entschieden haben, auf Folgen zu klicken. Und das sind so viele Menschen, die man da erreichen kann mit wirklich tollen Themen. Und das war am Ende der ausschlaggebende Grund, wo ich gesagt habe, ich beschäftige mich so viel mit tollen Themen, die mich wirklich weitergebracht haben, die mich erfüllter leben lassen. Und ich freue mich einfach, dass ich die Möglichkeit habe, das mit so vielen Menschen teilen zu können jetzt. Als du dein erstes Posting nach über 2 Jahren abgesetzt hast, ich erinnere mich dran, dass es wirklich von jetzt auf gleich in meiner Timeline, das war das Thema, dass du wieder da bist. Das war dein erstes Lebenszeichen, habe ich das richtig in Erinnerung, war dieses das Foto von dir, wo du irgendwie so wandern warst, warst in Wanderklamotten, hast einen Rucksack aufgehabt und warst so in einem Urlaubsgebiet? Oder gab es davor noch ein Lebenszeichen? Nee, ich hatte davor schon einen Post online gestellt, einfach nur Textslides. Ah ja. Ja, genau. Ah, den Text, das weiß ich auch. Ja, genau. Gesehen. Wie hast du dich gefühlt, als du das gepostet hast, nach über 2 Jahren Pause? Ja, hab ich auch gesehen. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich habe ja gelebt für Social Media, im Sinne von, dass ich wirklich jeden Tag so viel Content produziert habe. Mein ganzer Tag bestand daraus, Content zu produzieren und mein Tag wurde oft so gestaltet, dass ich Content produzieren kann. Also ich habe nicht jeden Tag das gemacht, worauf ich Lust habe, sondern ich habe das gemacht, woraus ich Content machen kann. Schaust du da heute drauf zurück, auf die Sachen, die du gepostet hast oder die Art, wie dein Job damals war und denkst, wie konnte ich nur? Oder hast du da einen wohlwollenderen Blick? Ich bin jetzt nicht so jemand, das sieht man ja auch online, der sagt, boah, das ist so peinlich und so schlimm, was ich alles gemacht habe und löscht das, sondern ich sehe eher die Geschichte dahinter und sage, das gehört alles zu mir und das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Mhm. Von daher freue ich mich, dass ich das alles so erlebt habe, aber natürlich sind da Entscheidungen getroffen worden und Momente passiert, wo ich jetzt aus meiner heutigen Perspektive drauf schaue und sage, das würde ich jetzt anders machen, definitiv. Aber was mich sehr interessiert, macht es was bitte nicht falsch verstehen, aber macht es was mit deiner Seele, dass du, weil du gibst dir immer und jede Minute oder was, gibst du immer was von dir preis oder Dings. Das mag vielleicht der Show sein, aber auf der anderen Seite gibst du ja so viel von dir. Also war das dann eine Rettung für dich, wo du gesagt hast, endlich darf ich oder muss ich nicht mehr? Du meinst jetzt zu dem Punkt, wo ich die Pause gemacht habe? Also es hat definitiv was mit mir gemacht. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hasse Menschen. Mhm. Also kenn ich. Den Punkt habe ich definitiv hinter mir gehabt. Weil wegen des Feedbacks, was du online bekommen hast? Mhm. Alles. Also natürlich kriegt man ganz tolles Feedback, aber auch ganz schlimmes Feedback. Bei mir war es sehr extrem mit Erkennen auf der Straße. Also ich konnte nirgendwo mehr hingehen. Also ich bin, du hast auch eben gesagt, aus Shoppingcentern rausgeworfen worden. Ich stand teilweise 3 Stunden an der gleichen Stelle in der Stadt, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und natürlich macht das was mit einem, ne? Gerade wenn man dann auch persönlich angegriffen wird auf der Straße. Und so wie du eben gesagt hast, die Leute denken, ja, ich kenne ja das ganze Leben, weil sie teilt ja so viel persönlich. Aber am Ende kennen die das, was ich bereit bin zu teilen und sehr, sehr viel über mich nicht. Und das hat mich schon irgendwann fertig gemacht. Einfach der Gedanke, warum Menschen einfach so sind zu einer fremden Person.